gleich Disneys kurze Pause. Mann, sind die vielleicht albern. Und danach Disneys Herkules. Mit sowas werde ich fertig. Bei Kabel 1. In den brandneuen Folgen von Scooby-Doo auf heißer Spur gibt es so viel Action, Terror und Dummheiten. Das Geschrei ist komplett außer Kontrolle geraten. Oh Mann, er wird immer hässlicher. Die Monster werden immer furchteinflößender. Und das Schreien und Kreischen nimmt gar kein Ende. Haltet euch fest für die neuen Folgen von Scooby-Doo auf heißer Spur. Jeden Samstag um 8.10 Uhr. Nur im Cartoon Network Block bei Kabel 1. Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß, das willst du nicht. Disneys kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disneys kurzer Pause. Flipper, wo sind denn deine Sportsachen? Wir wollten doch gleich kicken. Oh nee, das hab ich ja voll vergessen. Noch was, Mann. Ganz ruhig, sonst machst du noch die einzige Gehirnzelle kaputt, die du noch hast. Oh Mann, was machst du jetzt, wenn du Alzheimer bekommst? Das musst du gerade sagen. Du hast doch ein Gedächtnis wie ein... Wie ein Elefant. Ich kann mir alles merken und ich denke auch immer an alles. Morgens zum Beispiel denke ich daran, zu frühstücken, meine Mütze aufzuziehen, meine Schuhe anzuziehen, meinen Rucksack zu nehmen und den Weg zur Schule, den habe ich mir auch gemerkt. Davon vergisst du immer, dich zu waschen. Naja, für alles sind wir kein Platz. Die unwichtigen Sachen lasse ich einfach weg. Ich wusste gar nicht, dass dein Hirn unwichtig ist. Und ich wusste nicht, dass du außer Essen auch noch sprechen kannst. Sorry, Tonne, aber die Runde hat Mo gewonnen. Ach, und was hat er gewonnen? Dein Schokoriegel. Hey, nein, das ist nicht fair. Das ist der letzte, den ich habe. Und wenn ich nichts esse, dann wird mir schwindelig. Ich bin jetzt schon ganz schwach und unterzuckert. So ein Quatsch. Bei deinen Reserven würde sogar ein Kamel eifersüchtig werden. Ups. Ich werde ohnmächtig, glaube ich. Tonne, wenn du es irgendwann genauer weißt, dann stell dich doch bitte so hin, dass du nicht auf mich rauffällst. Ich kann mir echt keine Fettflecken auf den Klamotten leisten. Ihr seid so fies und das an meinem Geburtstag. Aber ich werde mich rächen, jawohl. Ich werde euch die Reifen zerstechen von euren Rädern. Ey, Tonne, mach mal langsam. Das war doch nur ein Schokoriegel. Außerdem kannst du ihn doch aus dem Gebüsch holen, bevor der braune Hund da... Oh, jetzt hat er raufgekriegt. Da ist ja unser Gedächtnisakrobat. Deine mündlichen Bio ging ja gerade voll daneben. Ich hab dir doch gesagt, ich merke mir nichts Überflüssiges. Du Mo, mit Tonne müssen wir uns unbedingt was einfallen lassen. Sonst sticht er uns wirklich noch die Fahrradreifen durch. Was sollen wir denn machen? Moment, ich denk mal nach. Nee, lass mal. Ich wollte diese Woche eigentlich noch was unternehmen. Ich hab die rettende Idee. Warte, warte. Flipper, bist du's oder haben dich Aliens genetisch manipuliert? So schnell hast du noch nie eine Idee. Und dann auch noch so eine gute. Tja, ich habe eben auch so meine Qualitäten. Gibst du, die ist nicht von dir, die hast du irgendwo geklaut. Psst, ein bisschen leiser, sonst kriegt Tonne am Ende noch mit, was mit dem Vorhaben. Stimmt, okay, dann lass es mal planen. Soll er was werden, was Tonne so schnell nicht wieder vergessen will? Aber wir brauchen Komplizen. Und einen Köder. Und am besten ein Mädchen, die wirken am unschuldigsten. Wie wär's mit Julia? Sie lockt ihn unter einem Vorwand zu uns. Und dann lassen wir es so richtig krachen. Der wird sich umschauen, der Dicke. Schnell, los geht's. Mo und Flip wollen Tonne 1 auswischen. Aber ich werde ihn die Tour gehörig vermasseln. Und ich weiß auch schon ganz genau, wie. Hey, Tonne, komm mal her. Ich muss mit dir reden. Aber unauffällig. Für dich immer noch Anton, klar? Schon gut, schon gut. Wie geht es dir denn so? Naja, ein bisschen Hunger hätte ich schon. Aber ansonsten geht's mir gut. Ich fürchte, das wird sich bald ändern. Was, das mit dem Hunger? Hast du etwas zum Essen für mich dabei? Nein, dass es dir gut geht, meine ich. Pass auf, wir haben nur wenig Zeit. Stimmt, die Pause geht noch 5 Minuten und ich will noch meine 2 Schinkenbrote essen. Mann, kannst du auch mal an was anderes als ans Mampfen denken? Jetzt hör mir endlich zu. Ich habe eben Mo und Flip belauscht. Aha, das sind ja Neuigkeiten. Für dich immer noch Moritz und Philipp. Schon gut, schon gut. Also, die beiden wollen dich überraschen. Ja, bestimmt wollen sie mir einen neuen Schokoriegel schenken. Mann, du hast echt nur das Mampfen im Kopf. Sie wollen dich böse überraschen, weil du in die Reifen kaputt stechen wolltest. Sie wollen es dir heimzahlen. Aha, aber wenn hier jemand etwas bezahlen muss, dann die. Die haben schließlich meinen Schokoriegel aus dem Fenster geworfen. Nein, kapierst du denn gar nichts? Sie wollen dich vermöbeln, verkloppen, umhauen. Echt? Aber ich hab das doch nicht ernst gemeint mit den Reifen. Was mache ich denn jetzt? Pass auf, ich hab da schon einen Plan. Was gibt's denn? Okay, du weißt jetzt Bescheid. Den Rest erledige ich. So, ich glaube, wir sind soweit. Dann müsst ihr gleich jeden Moment mit Julia hier auftauchen. Das ist alles perfekt, ich bin so begeistert. Es war ja alles meine Idee. Genieß es, Flipper, es wird so schnell nicht wieder vorkommen. Ach du, sie kommen. Deckung!
Ich finde das so süß von dir, dass du Zeit für mich hast. Süß? Süß war mein Schokoriegel heute Vormittag. Auf jeden Fall ist heute ein ganz besonderer Tag, findest du nicht? Ja, ganz besonders. Und wenn ich Glück habe, überlebe ich ihn sogar. Was? Natürlich überlebst du den. Die Jungs haben da was ganz Tolles für dich vorbereitet. Was war das? So eine Art Abschiedskuss? Blödsinn. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag, Kevin. Tonne, wir haben uns hier versammelt, um dir eine Überraschung zu bereiten, die du so schnell nicht vergessen wirst. Ich weiß. Da erwische ich euch auf frischer Tat. Aber keiner von euch will Tonne auch nur ein Haar krümmen, solange er unter meinem Schutz steht. Alle zum Direktor und zwar sofort. Was soll denn der Müll? Wir haben hier eine Überraschungsparty für Tonne vorbereitet. Der hat heute Geburtstag. Alles Gute. Aber bevor du reinhaust, musst du dir natürlich noch was wünschen. Ihr glaubt, ihr präsentiert hier einfach mal so eine Torte und macht auf unschuldig. Ganz schön clever. Aber wisst ihr was? Ich hab euch durchschaut. Damit kommt ihr nicht durch. Ich hab mir was gewünscht. Ganz genau das richtige Tolle. Und jetzt? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Tonne. Happy Birthday to you. Na, Spy, hattest du auch Spaß bei der Party, die wir für Tonne geschmissen haben? Lass mich runter! Vergiss es, du bist der absolute Partykracher. Ja, so eine Art Alleinunterhalter. Die Clownsnummer. Du willst uns jetzt wohl nicht den ganzen Spaß verderben. Wenn du mich nicht sofort runterlässt, dann... Oh, was? Ja, dann... Soweit waren wir schon. Du bleibst nur noch eine Ecke hängen. Wäre doch schade um die schöne Party. Hey, Jungs, findet ihr nicht, wir sind ein bisschen zu hart zu dem armen Spy? Was? Wieso das denn jetzt? Naja, guck doch mal genau hin. Eigentlich ist Spy doch viel süßer, als wir immer alle gedacht haben. Probiert mal. Ah, so ist das. Ihr präsentiert hier einfach falsche Texte. Mit Tonne müssen wir uns um. Dumbo, mit Tonne müssen wir uns um. Er will aber abhauen. Das kostet jetzt Glück, wenn er abhauen. It's Disney Time. Diese Helden halten euch auf Trab. Mit den verrücktesten Tricks und den lustigsten Gags. Darkwing Duck, Goofy und Max, Disneys Aladdin, Timon und Pumba, Lilo und Stitch, Quackpack, Onkel Dee und die Boys und Disneys Herkules. Eure Lieblingsstars legen sich ins Zeug. Disney Time, immer Sonntagvormittag bei Kabel 1.